Heute melde ich mich direkt aus dem Schnittraum, wo der Imagefilm der Gemeinde Hallandorf wächst und gedeiht. Kürzlich konnte ich ein weiteres Highlight in der Gemeinde filmen, nämlich den 2021 neu gebauten Kindergarten in Dreilsdorf. Er beherbergt 74 Kinder und was die Kinderherzen dort höher schlagen lässt, das schauen wir uns jetzt mal an. Beste Stimmung im Dreilsdorfer Kindergarten. Wie sollte es auch anders sein? Hier gibt es so ziemlich alles, was das Kinderherz zum Spielen begehrt. An der frischen Luft wird ein Bobbycar-Rennen gefahren. Nebenan wird geschaukelt und Fangen gespielt. Einige Jungbäcker bereiten einen echten Dreilsdorfer Sandkuchen zu. Oder so ähnlich. Kindergartenleiterin Caroline Doma darf das Sandgebäck gleich einmal probieren. Wir sind insgesamt 14 Mitarbeiter und wir sind der Gemeinde sehr dankbar, dass sie uns diesen schönen Neubau geben konnten. Also wir arbeiten hier sehr gerne. Wir konnten uns die Spielgeräte für die Kinder, die gesamte Innenausstattung so zusammenstellen, wie uns das gefallen hat. Der 2021 neu gebaute Kindergarten bietet Platz für 74 Kinder. Diese werden in jeweils zwei Kita- und Krippengruppen professionell betreut. Für jedes Kind ist etwas dabei. Malen und basteln, Kinderbücher anschauen und nennen wir es einmal Sofagymnastik. Da wird aber heute wieder viel geboten im Kindergarten Dreilsdorf. So viel Aktivität macht natürlich durstig. Also erstmal einen kräftigen Schluck Wasser nehmen. Na dann zum Wohl und auf Wiedersehen im Kindergarten Dreilsdorf.